Kann Toni Kroos oder Thomas Müller bessere Tricks? Ich habe beide getroffen und kläre jetzt diese Frage für euch. Toni Kroos hat wirklich eine sehr feine Ballkontrolle. Das könnt ihr in diesem Clip hier sehr, sehr gut sehen. Müller hingegen ist ein Beißer. Der gibt nicht auf und bleibt dran. Selbst bei den schwierigsten Tricks von mir. Wenn es ums Verteidigen geht, ist bei Toni schweres Durchkommen. Und gegen Thomas Müller eine Fußball-Challenge zu machen, ist echt hart. Er erfindet auch mal neue Regeln und kann irgendwie alles. Die guten Sprüche dürfen da auch nicht fehlen. Tor ist Tor. Ob aber jetzt Toni Kroos oder Thomas Müller die besseren Tricks hat, fällt mir sehr schwer zu entscheiden. Was meint ihr denn dazu, Freunde?